Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich muss jetzt mal wieder einen Ort suchen, wo nicht die ganze Zeit diese blöde Sondermeldung ja mal laufen ist. So, jetzt ist sie natürlich wieder nicht hier, ne? Als ich hier gelandet bin, wieder. Oder, haben wir wieder gehört, oh, das ist eine Sondermeldung. Ja, genau das. Weil ein bisschen nervig ist, ne? So. Ich würde sagen. In der letzten Folge haben wir ein bisschen hier Nibelheim wieder unsicher gemacht. Wir haben ja einen Chocobo-Weisen getroffen, haben noch einige andere Sachen hier erledigt. Ne, fehlt nicht so viel für diese Region. Wir haben die Kämpfe gemacht und was weiß ich nicht alles. Ne, und ich würde sagen, heute kümmern wir uns mal endlich um Odin. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt zu Chatley hin, my man, und knüpfen uns dann hier direkt dem vor. Chatley. Ich konnte Odin, den edlen Ritter aus dem Totenreich, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermaterie erzeugen können. Das ist immer noch eine Sache im Kopf. So. Dann kümmern wir uns mal direkt um den, ne? Die Esper Odin. Ja. Ja, wir machen immer auf Schwächungsstufe 2, ne? Gut, dann nehmen wir Cloud. Wir nehmen, sagen Red nehmen wir, ne? Nur nicht Aris. Guck mal, unbedingt so passend, ne? Odin zu den beiden, ne? Ach, komm mal her. Oh, das ist links weg. Komm her, stört. Oh. Da, die Waffe sieht irgendwie voll passend aus gegen dich. Ja, das ist natürlich alles resistent. Hm. Ja, wir mal ein bisschen Setup hier machen, bevor wir loslegen. Gott, ey. Da war überhaupt der richtige, den ich hatte. Ah, das hier, ne? Hast du noch? Das hier, ne? Ja. Ich bin nicht mal am Treffen, ja. So, was haben wir noch mal? Komet, genau. 29 MP. So lecker, aber wir noch machen können mit ihm. Grottenschlechte Atem. Wird wahrscheinlich gar nichts bringen, ne? So, Plasma-Entladung, genau. Der hat mal lange abgebrochen. Der Sack, sackige Sack. Wenn ich halt aber schon Angriff Magie einsetze, dann aber auch hier drin. Okay. Okay. Ich glaube, er hat nicht zweimal getroffen. Was da gerade wieder passiert ist. So, Lunares Tempo. Sante Zuken. Ohne Vorwarnung einfach. Hallo. Au! What? Entschuldige, wie? Hallo? Was war das denn jetzt schon wieder? Ja, das voll ohne Vorwarnung und so eingesetzt. Uns einfach gewone-shottet. Mein Gott, da habe ich. Oh. Ich
voll gesetzt und so weiter. Also, boah, was war das denn jetzt schon wieder? Triff Odin mit einem ATB, welche seinen Angriff aus oder versehen mit einem negativen, um ihn in Bedrängnis zu bringen, so dass er sein Blut oder Schock fähig wird. Der von ihm ein riskiert, Odin mit einem Kampf sie zu enttäuschen. Wenn das passiert, spricht er zuerst seine letzte Warnung aus und holt dann zum verlichten Stab mit seiner Waffe Zante den Zug aus. Jetzt die negative Zustandsveränderung. Okay. Nicht mit mir. Also ich will so schnell wie möglich erledigen, oder was? Na komm mal her. Ich weiß ja nicht, dass das funktionieren wird, aber okay. Aber hat sogar funktioniert. Irgendwas hat er gerade gibt. Dann war ich mich ja gar nicht hier hochballern, weil er mich sowieso erledigt. Also diese Hallo? Was machst du da? Aua! So, der war gerade schockanfällig, euch. Das wird so nichts. Ja. Ja, ist ein bisschen einfach so schnell wie möglich erledigen, oder was? Okay, Seele der Schwerke. So nicht. Kein Problem. Was? Kann ich bin noch hier am Locken, Mann. Ja. Mein Gott. Na, komm her. Dann brauche ich ja eigentlich hier Eris, ne, wegen Schutzengel. Hab ich so was für. Ich echt so schnell wie möglich erledigen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Gott, was machst du da? Hast du uns alle getrennt gerade? Letzte Warnung war. Ja, dann schaffe ich das nicht. Na gut. Dann übernimm. Ah. Felix. Weiß nicht, ob das funktioniert. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ausgerechnet jetzt. Ah, ich bin tot. Das wird doch nie im Leben funktionieren. Phoenix, kannst du uns wieder beleben danach? Nee, ne? Okay. Okay, ich glaube, ich muss hier echt mal runter. Noch eine Stufe runter. Weil diesen Kampf kapiere ich irgendwie nicht. Ich bin zur Hälfte runtergeballt. Also ich darf mich einfach die ganze Zeit nicht treffen lassen, oder was? Das ist ja sehr viel schwieriger als gesagt als getan, ne? Boah, kannst dich ja gar nicht dagegen schützen. Boah, Leute. Boah, ich bin noch am drücken. Ich drück doch. Ich bin doch Dreieck am Drücken wie ein Blöder.
Nur kein Über. Gott. Wie letzte Warnung, was? Der macht jetzt schon Zantenzuchen, hallo? Boah, Leute. Nein, Leute, wir haben hier seinen Angriff und verziehen mit einem Leben, um ihn zu bringen. So heißt sein Blut in seinem Blut. Ist die vier Treffer von ihm einrichtet, dann kann sie zu enttäuschen. Wenn das passiert, spricht zuerst seine letzte Warnung aus und tut dann zu einem vernichtenden Schlag aus. Ja, macht er da jetzt schon. Boah. Ey, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit damit treffen? Hallo? Ja. Hallo? Was ist das für ein Bullcrap? Hallo? Am Ende reicht es also nur hierfür. Was habe ich denn gemacht? Hey, der hat mich die ganze Zeit mit einem blöden Dings hier abgeworfen. Hey. Ah, ist das nervig, ey. Ja, der hat so früh einsetzt. Wie viel Treffer kann ich denn da nur einstecken von dem? Nein, ey, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ich hab doch gedrückt. Was ist mit diesem Spiel los? Ich drück doch Dreieck die ganze Zeit. Ich drück hier die. Boah, jetzt hat er schon wieder letzte Warnung gemacht. Wenn ich auf den Arm nehmen. Das wird so nichts. Was? Ey. Übernimm du. Ich bin dran. Ja, was soll ich dagegen machen? Hallo? Muss ich ja ohne irgendwie. Was ist das für ein Bullcrap hier? Boah. Ein beschissener Kampf. Ey. Nach drei Angriffen setzt er schon Zantenzug. Was soll ich denn dagegen machen? Mach doch direkt den Angriff. Los geht's. Ich hab geblockt, du willst mich auf den Arm nehmen. Verdammt! Ja, was soll ich dagegen machen? Nur kein Über. Was soll ich dagegen machen? Der macht den einen Angriff und dann macht er direkt schon seinen nächsten. Ja, ich zähle auf dich. Ich irgendwie Charaktere wechseln oder so, damit ich die ganze Zeit ja. Ich merke nämlich irgendwie so an den Händen die ganze Zeit bei Cloud, da irgendwo ist. Ey, was? Ich kann nicht angreifen, der tut die ganze Zeit kontern. Und irgendwie schaffe ich jetzt nicht, den Angriff immer rechtzeitig auszuweichen. Der hat das schon wieder gemacht. Mein Gott, der Angriff ist. Ja, ich brauche doch gar nicht erst versuchen hier. Der kann meine Angriffe die ganze Zeit. Kapier ich den Kampf hier gerade nicht oder was? Ja. Ey. Ja, gar nicht vergessen. Oh mein Gott. Was muss ich denn ja machen? Soll es also zu Ende sein?
Ja. Also ich kann nicht meine Dings einsetzen, meine. Ich kann nicht meine. Das Spiel sagt mir, ich soll ATB angefallen. Also jedes Mal, wenn ich das mache, macht der Spiel und blockt das. Was soll ich denn hier machen? Oh, Fernangriff. Dann nehmen Fernangriff die ganze Zeit. Kann ich auch machen. Ich kann die ganze Zeit denen machen. Wenn man mal das hier den ganzen. Haben wir das hier den ganzen Kampf lang? Kann ich auch machen. Pff, kein Problem. Oh, Leute. Kann ich schaffen. Ich kann die ganze Zeit den hier machen. Was? Ich habe mich wohl zweimal getroffen. Was ist hier los? Treff Odin mit einem ATB-Kommando, weiche seinen Angriffen aus oder versiehe ihn mit einer negativen Zuschauer, um ihn in Bedrängnis zu bringen, sodass sein Blut in Ballung gerät. Ja, was soll ich hier machen? Ja. Was ist hier gerade los, Mann? Am Ende reicht es also nur hierfür. Was ist aber ein beschissener Kampf? Mit, wenn ich da mache, dann macht er die ganze Zeit den blöden Spiegel angriff und hab mich dann. Ich weiß, ich wurde zweimal getroffen von seinen Angriffen. Er macht schon 13 Zuken. Hallo? Also Bullshit. Was soll ich ja ganz ehrlich machen? Ja, und dann macht er mal so seinen zweiten Angriff. Ich habe zweimal geblockt. Ich habe zweimal geblockt. Ja, ich habe irgendwas mit dir gemacht. Ich habe dich vergiftet, ne? Ich hoffe, er erzählt auch nicht, wenn er irgendwie meine anderen. Wenn er meine anderen Charaktere auch noch trifft, ne? Weil dann wäre er absoluter. Oh Leute. Da. Mit ATB, der. Ich war noch nicht mal in Reichweite, der hat schon das gekonnt hat. Da mit ATB, der kontert die. Ich kann ja nicht mit ATB angreifen. Oh mein Gott, ey, du willst mich hier auf den Arm nehmen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich hier machen soll. Bringt doch nichts. Der Kampf ist schon wieder vorbei. Bringt doch ja alles nichts. Ja, Akzent in Zucken ist klar. Was muss ich ja machen? Verstehe den Kampf nicht. Verstehe den Kampf nicht. Der schummelt, der cheatet. Eine Möglichkeit wüsste ich, wie wir den Kampf schaffen, indem wir alle unsere Charaktere hier Dinge geben, diese blöden Wiederbelebungsgegenstände. Aber sonst. Pff. Was ist denn los, Mann? Und ich kann mich auch nicht überleveln, weil die leveln ja mit mir. Man echt schlecht gelaunt, ey. So, triff Odin mit einem ATB-Kommando. Weiche seinen Angriffen aus
oder versehen mit einer negativen Zustandswendung, um ihn in Bedrängnis zu bringen, so dass sein Blut in Wallung gerät und schockanfällig wird. Steckst du jedoch zu viel Treffer von meinem riskierst du Odin mit deinem Kampfstil zu enttäuschen. Wenn das passiert, spricht er zuerst sein letzter Jahr. Aber jedes Mal, wenn ich einen ATB-Angriff einsetze, da kommt er direkt und kontert. Ich kann wortwörtlich nichts dagegen machen. Mein Gott. Ich will die ganze Zeit, ja, zum Blocken. Da, was zum... Boah, er kotzt mich gerade an. Ah. Wie soll ich denn ihn schockanfällig machen, wenn er... Er kann wortwörtlich jeden einzelnen Angriff hier kontern. Oh mein Gott, ey. So, Kacke. Stück für Stück. Volle Konzentration. Neuer Versuch. Ja, aber zu... Ich habe noch nie so einen billigen Kampf gesehen, ey. Jetzt das Spiel noch am Lecken. Und komm. Ja. Zack. Er bringt ja nichts, hat der Schockanfällig ist. Ich kann ja nichts einsetzen. So, was mache ich jetzt? Ende mit Schrecken, keine Ahnung. Gott, ey. Er hat schon letzte Warnung ja gemacht. Ich bin sowieso jetzt gleich tot. Na, oh, weißt du was? Ja. Phoenix bringt ja sowieso nichts, ne? Zeit zu kämpfen. Da haben wir schon mal Barmut eingesetzt. So, mal den hier. Hey, du kannst dann auch kontern. Dann kriege ich hier einen Anfall. Was zum? Hallo? Ich weiß nicht, ob das dir alles was bringt, ey. Zur Warnung, aha. Okay, Bio, mach Bio gegen den. Oh, und da wurde natürlich noch gezielt, ist klar. Komm her, du Stück. Na. Hey, was ist das? Dieser Kampf ist Kacke. Was muss ich denn hier machen? Oh, ist doch Bullcrap.
Na gut, weißt du was? Wenn du so spielen willst, dann können wir so spielen, meinetwegen. Kann ich auch machen, hier. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Oh, halt die Klappe, Chat. Boah, das ist für ein Kacke hier. So, ich muss erstmal gucken. Naja, wenn du was kaufen willst, sag boah, gehen wir jetzt bloß nicht auf die Nerven, ne? So. Kann man die Dinge kaufen? Seelenohrring. Die kosten 500. Ich sag's ja nur ungern, aber lass dich hier besser nicht mehr blicken. Ich bin so verzweifelt, die alle abzuschlachten. Ja. Na gut. Dann machen wir halt so. Kein Problem. Wenn es letztendlich funktioniert, tue ich die gerne ja benutzen. Das heißt ja gerne, aber eine Güte, ey. Ja auch. Ja, da würde ich mal gerne irgendwie eine Beschreibung haben, wie der Kampf hier funktioniert, ey. Setzt ATB-Angriff. Jedes Mal, wenn ich einen ATB-Angriff einsetze, setzt er seinen blöden Spiegel ein und kontert den. Wie soll ich denn da bitte schön? Das Spiel sagt mir, ich soll hier meine Angriffe einsetzen, aber ich kann die wortwörtlich nicht einsetzen, weil er die direkt kontert. Cloud, du wirst doch aus den Daten der Un es wäre zu schade, wenn du sie nicht ausprobierst. Da, also mal ganz nochmal. Ja, das funktioniert auch so, wie ich mir das jetzt vorstelle, ne? Und ich bin schon auf niedrige Schwäche und so, ne? Ja, ich weiß. Das ist wieder irgendeine Funktion, die ich hier nicht kapiere, ne? Aber das Spiel erklärt mir wahrscheinlich wieder nicht richtig. Nein, 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 nein. Mein Einsatz. Nicht mit mir! So, erstmal hier alles einsetzen. So. Warte mal, kann ich nicht Klingenstrahl einfach einsetzen? So. Am liebsten würde ich ja meinen Impulsangriff einsetzen, ne? Aber da kontert er ja direkt. So, du Stück. Oh mein Gott. Pass auf, jetzt kriege ich den hier. Glaube ich, kann ich Klingenstrahl hier einsetzen ohne dort Konters. Also super. So, irgendjemand nichts überstürzt. Na, was war's hier? Ich habe jetzt Dings. Ich brauche zwei. So, ich wurde noch nicht so oft getroffen. Der kann unmöglich jetzt schon sein Ding hier einsetzen. So, Barmut, komm. Nee, Barmut meine ich. Ja, du musst jetzt ja reinhauen. Da, boom. Don, don. Ich habe auch einen speziellen Angriff, ja. Aua. Ich bin bereit.
Ja, den Angriff kann ich natürlich nicht blocken, ist klar. Ah! Ah, komm schon. Dämliche Voraussetzung hier. So, Na, ist klar. Aber wer hat funktioniert jetzt nicht? Kann man den gar nicht auch damit abbrechen kann, ne? Ah, Baumut war so kurz davor, sein Dings ja zu lösen. Aha! Komm her. Oh mein Gott, ehrlich? Lässt du mich? Aber und macht den fertig. Giga Flair. Er wird den aber nicht erledigen. Mein Gott. Oh. Oh. 6000. Okay. Alles klar. Oh Gott, ich bin leicht sowas von tot. Ah. Na komm, das schaffen wir. Oh mein Gott. Komm her. Oh mein Gott. Es ist geschafft. Haben wir jeder einen Seelenohrring verballert, aber und war jetzt wenigstens gereicht. Oh mein Gott, was für ein beschissener Kopf. Boah. Dass es jemals jemandem gelingen würde, Odin zu besiegen. Seine Angriffe sind präzise und seine Verteidigung ist kaum zu durchbrechen. Ein Fehler bedeutet den Tod. Von nun an wird er euch mit seinem mächtigen Sandhetzken einen Weg in eine strahlende Zukunft bahnen. Ich spreche gerne Sandhetzken aus. Ich wünsche dir weiterhin viel Sandhetzken. Erfolg in den Weltberichten. Ja, keine Ahnung, so spricht auch immer Santen Tsukai aus. Okay, das war schmerzhaft und nervig. So, du kriegst jetzt Odin, ne? Ja, ja, Odin gibt auch mehr Stärke und also was. Passt auch ein bisschen, ne? So, wir kriegen am Barmut. Phoenix. Red Shiva, ja, ne. Barmut gibt mehr Werte als die, gibt die gleichen Werte wie Shiva, nur besser. Okay, so allein jemand noch Schokobo und Mogi, nee, ne, keine Ahnung. Shiva gibt Magie, Titan. Ist in Ordnung so, ne? Okay, das war ein nerviger Kampf, Mann. So, jetzt haben wir natürlich alle nicht ihre Dings hier mehr, ne? Jetzt habe ich nur noch einen Seelenohrring, das ist eigentlich noch perfekt. Einen habe ich noch übrig. Das ist gezeichnet. Und die kann man sich auch kaufen, also ist halt nicht so schwierig, ne? Ist halt nicht so nicht so schlimm. So, was habe ich noch mal hier ihnen gegeben? Zählt halt auch, wenn man ja seinen Konter macht, Ring des Drachen. Ja, steht da Gegenangriff denn, ne? Dann, was hast du noch mal gehabt? Ich hätte gerne irgendwie was irgendwie ihre ATB schneller auffüllt. Verringert Litten Schaden, wenn der Gegner. Wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Also was geben wir das? Und Red, weil sie wird die meiste Zeit nicht von mir gesteuert, ne? Außer wenn ich mal bestimmten Dings brauche, ne? Dann geben wir dir
Einmal gedreht, wenn der TP-Wert weniger liegt. Sehr spezifisch irgendwie. Was habe ich hier nochmal gegeben? Ich weiß nicht. Teils meine Energie. Über die Aufladungsmenge der Limitleiste. Warum nicht? So. Gut, das haben wir erledigt. Also wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch hier für Chatley die anderen Dinge machen. Das Nibelgebirge ist wahrlich, da es wenige Pflanzen, nicht wenige Bergsteige. Daher rührt vermutlich die angebliche Verbindung zum Totenreich. Wir müssen auch diesen einen Boss bekämpfen, ne? Aber da machen wir dann ein paar draus, ne? Würde ich sagen. So, Bioanalyse. Ach ja, da war dieses eine, was wir nicht geschafft haben bisher, ne? Genau, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich muss mich mal irgendwann da hinsetzen und mir überlegen, wie ich das machen soll. So, jetzt haben wir hier Vitalitätswillenskraft, schon wieder so ein Ding, FP Boost. So, wer hat noch mal hier Analyse? Red, ne? Aber ich brauche ja gar keine Analyse. Ich kämpfe gegen alte Gegner, ne? So, KZF, weil du musst noch alle Fähigkeiten lernen, ne? Matifa und Jofi. Ja, kommen wir nur Gegner lieber kennen, ne? Und KZF muss ja die ganze Zeit immer neue Sachen lernen. Das soll ja. Okay, was da gerade passiert? Alle haben ihre Dings schon. Du hast Dings. Eine Zeit lang gerade wird mit der alle gefällt krische Trefferscher. Okay. Was ist mit euch los? Man seid ihr so weit entfernt. Man wird hier die ganze Zeit geschuckt. Macht doch gar nichts. Au, nein, Mogi, hilf mir. Ich brauche noch einen Geschicklichkeitsbonus, wenn ich dann auf alle Charaktere anwende, ne? Aber es scheint mir die ganze Zeit immer auf alle Charaktere zu gehen, ne? Na, versuch mal das hier ausweichen. Also Gegner, die nur ausweichen die ganze Zeit, ne? Voll nervig. So, jetzt haben wir den seinen Angriff gelernt. Jetzt können wir ja wieder auf den Pro-Zaun. Mit Wolf werde ich allen anderen. Aber die Nähe sind auch so wie ja. Ja, sind genau die gleichen. Purifikation. Okay, was ist hier gerade los? Bin ich das? Ja, um sie schockanfähig zu machen. Feuer, alles klar. Er bringt da nichts, wenn ich ihn nicht treffen kann. Let's go! Au! Nutzt ihre elementaren Schwächen, also wie soll ich denn das machen, wenn die alles aus? Nein, nicht Versteinerungskugeln, bitte. Ja, oh Gott. Verstehe diese Gegner nicht, Mann. Ja, Feuer. Ist er ausgewichen, Leute. Ich spiel mal wieder ganz voll auf die Nerven zu gehen, ey.
Ja. Na gut, wenn's sein muss. Oh mein Gott. Ey, wir kriegen hier alle voll aufs Maul gerade. Jaffi, heil uns bitte mal. Jaffi? Was? Da getroffen. Dieser eine Schlag, dieser eine Sprengschlag hat getroffen von allen Fähigkeiten. So, jetzt bitte nicht nochmal genau gleich oder irgendwie so. Ne? Okay, die sind ein bisschen chilliger. Also doch die gegen die letzte. Ja. Ich habe ihn noch. Nein. Hilf mir. Hilf mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh, geh's mir. Geh erstmal auf die los. Ah. Mann. Hört ihr mal alle hier hinkommen, ey. Oh mein Gott, ist das nervig hier gerade. Komm her, du Stück. Ja, ich weggeboxt. Dieser Kämpfe ja heute, ne? Was ist hier los? Das Spiel geht mir gerade hier voll auf die Nüsse. Was geht's auf, der. Ja, ich weiß nicht, warum er jetzt hier gefangen ist, aber okay. Ja, guck mal, ob du das hier alles ausweichen kannst. Ja. Oh mein Gott. Bonk. Ja, mit der Riesen, dem Riesen Megafon eine übergezogen. Das war's dann wohl. Oh mein Gott. Die Boden des Todes, wieder Realität in Willenskraft. Das ist jetzt nicht so ein cooler Austausch, finde ich. Hm. Was sind doch ja die Bosse gegenüber gekämpft haben, ne? Ja. Cloud, nehmen wir Barrett und wen haben wir noch nicht? Alle haben wir heute schon. Nochmal Yuffie. Fernkampfteam, Fernkampfteam. Gehen wir heute die Kämpfe alle aus dem Weg anscheinend. Ah. Ganz ruhig. Egal, ist gespawnt. Na gut. Ja. Los geht's. Ja, komm her. Ach, komm mal her. Ihr seid mal so positioniert. Na, ich glaube, er hat gerade dunkle Künste eingesetzt, ne? Ehrlich. Nee, er hat keine, er hat keine AP vorbereitet. Nicht übertreiben. Wurde schon ungeduldig. Ja, hey. Ins Gesicht. Ein Barrett-Spezial.
Ja, ich bin geblockt im letzten Moment. Boah. Okay. So, das war weniger frustrierend. Ah, kommt jetzt noch, pass auf. Wie alle synchron am Flattern sind. Wer schießt denn direkt aus dem Himmel? Ja, das glaube ich besser, ne? Ja. Ja, von Fertigkeiten zu stärken. Der Zuschauer wird nochmals anwenden, wieder aufgehoben. Der sieht man auch. Ich meine, die Materie wird aber nur besser, wenn ich irgendwie hochlevel, ne? So. Das ist auch gut, wir werden ja nach jedem Kampf hier geheilt. Naja, bringt da nichts hier. Ist ja nicht so schlimm, ein paar AP zu opfern. Wo ist das? Das ist so befriedigend, einfach nur so aus der Ferne hier, in der Ferne zu stehen und die einfach abzuknallen. Ne? Habe ich mit Feld auch eine Synchro-Fähigkeit jetzt? Ich habe mit Feld auch eine Synchro-Fähigkeit, glaube ich, ne? Eine neue freigeschaltet jedenfalls. So, schon wieder eher. Nur die stärkere Version. Den hier. Wir sind mir ins Gesicht, ja. Können wir Dings einsetzen. Nein. Warte. Boah, gehst du mal weg. Aber ich habe gerade zufällig den angefangen gesetzt. So. Schläger, du, komm her. Komm her. Da bin ich so viel Schaden gemacht. Da war Gaveta. Ich dachte die ganze Zeit, das Stopp oder irgendwie so. So, Atomisator. Also was gehen wir auf dich damit? Oh, ja, liegt schon am Boden. Oh Gott. Oh Gott. Das sah sehr schmerzhaft aus. So vom Boden nach oben geschlitten. Das war's dann. Keine Aber das sollte reichen. Synchro-Fertigkeit. Ja. Ah, die Heilung kam da durch. So, hält dunkle Künste die ganze Zeit an. Also die ganze, den ganzen Cover, wenn man so lange war nicht noch mal aktiviert. Aber nämlich ziemlich gut. Ich dachte, da kommt es auch nicht los. Daneben. Du bist am Zug. So.
Okay. Leicht nervig, aber immer noch kein Problem. So. Tanz der Dämonen abgeschlossen und FP Boost. Na, benutze ich aber nicht so. Ja, klingt der Materia kriegt dann mehr Erfahrungspunkte, ne? Ach, hier ist ja auch noch was. Ja, das ist das, was ich nicht geschafft hat, ne? Gorgonenschild. Erledigen Gegner innerhalb des Zeitlimits. Schaffen wir das? Ich weiß nicht. Was ist man das hier? So, Zeitboom. Machen wir wieder Barrett. Und machen wir Red. Red Enteilung, ne? Ja, ne? Gut. So. Ach, wie putzig. Nethawk. Ein bisschen winzig für den Namen. Glaube ich, hätte erstmal den Kampf machen sollen, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Na, Vorsicht, Red. Ich schwinge mein Schwert. Okay. Oh Gott, was ist das? Habe ich schon mal gegen dich gekämpft? Ja, ne? Power Pills. Oh Gott, da oh, der Big Fett. Die Animation gar nicht. Okay, okay, ja, ich glaube, ich hätte das früher machen sollen. Sorry. Okay, war wenn Odin nicht so lange gedauert hätte, hätte man den einen Bosskampf auch noch machen können. Na, kann man noch mehr. Ah. Wir müssen seine rechte Haltung schon völlig. Was sind das? Was sind das für Trash Talken hier die ganze Zeit? Wir sind Aktionswochen. Packt eure Schirme aus. Tiefer die ganze Zeit mit ihren Nachschlag gefälligt. Ich glaube, da im Japanischen auch so ist. Warte ich, Cloud, dein Schwert. Okay, ja, ich glaube, ich hätte den Kampf viel früher machen sollen. Hey, euch kenne ich. Roulette, Regina. Nein, machen wir den hier. Sorry. Aber was ist da aber mein Kopf gewesen, geil? Oh, der ist gerade explodiert. Mein Gott, wo bin ich da hingeflogen? Weil er explodiert, ne? Okay, ist gut. Gerade irgendein Schuss an mir vorbeigeflogen. Okay. Dann noch ein Bomber. Oh, ich liebe die Musik. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis wir irgendwie an den ganzen Szenen hier gegen Ende des Spiels hier so ankommen. In HD und so.
Ich muss die Szene, von Diamantweapon sehen. Gib mir auch bis heute noch Gänsehaut, obwohl er eigentlich voll schlechte Grafik und so was alles ist, ne? Mit dem 20, 30 Jahren alten Spiel hier, die Grafik ist jetzt nicht so berauschend, aber ich kriege immer noch Gänsehaut bei der Szene, wenn die Erde auf einmal anfängt zu zittern und Cloud denkt so, what? Dann kommt auf einmal dieses riesige Monster aus dem Wasser, läuft ganz langsam auf Midgard zu. Spoiler, nehme ich an. So, was machen wir das hier? Ja, jetzt kurz beim Level Up. Für euch. Na, ja, gucken wir mal, ob wir das schaffen, ne? Solange ich nicht das eine als erstes machen muss, ne? Ich muss mal irgendwann gucken, wie ich das. Oh, ich da machen soll. Ratian. Ah, der Jabberwock. Ah. Stimmt, wir kämpfen ja gegen die vorherigen Bosse, ne? So, dann. Will ich. Aua! Habe ich gesehen. Na gut, dann einfach so lang so schnell Schaden austeilen. Der war ja eigentlich, stimmt, der war doch voll einfach, ne? Aber schaffe ich den in 2-3 Minuten? Ich weiß nicht, ob ich den so schnell schaffe. Ah. Ja, ich kann ihn nicht angreifen. Aber nein, ich schau wieder. Warum haut denn jetzt jeder hier mit Stein oder Stopp um sich herum? Dann kann ich glaube ich gar nicht heilen. Oh mein Gott. Ja, mit Cloud Versteiner geht das dir nicht. Achtung, Sturmwarnung. Flieg. Das kann ich bis ja Feuer, es ging nicht. Was? Boah, Leute. Ja. Ja, Cloud ist versteinert und sie ist jetzt gleich tot. Ja, kann ich schon vergessen, ne? Weil zu stark ist er. Ah, warum? Was ist da für ein Zeichen da noch? Boah, damit kann ich den voll locker schaffen, ja. Können wir sogar noch mit Aries hier schaffen, wenn er so weitergeht. Nee. Aber muss er auch jetzt gerade versteinert werden, ey. Na, wenn ich hier mit Magieschild einsetzen, ne? Ich kann den aber auch nicht neu starten. Ich will ihn nicht abbrechen, ich will ihn direkt neu starten. Ja. Und ich dann direkt von da neu starten. So. Wenn ich hier Aries reinpacke und den Magieschild, ne, den Magiekreis, dann wird das schon. Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt dran? Das Problem ist, ihre ATB, die tun sich so langsam. Erhöhen, ich weiß, ich sag das jedes Mal, ne? Ja. Ja, ich muss nur dafür sorgen, dass die alle nicht hier versteinert werden, ne? Ha. Da komm. Übernimm du. Zieh dich zurück. Ja. Nicht übertreiben. Nein. Gorgonenschild, ich nehme an, das hat und dafür sorgt, dass ich hier nicht angreifen kann. Da, haha. Jetzt gehe ich die ganze Zeit auf mich los, Mann.
versteinert mich hier noch irgendwann. Pass auf. Weiter. Na, komm her. Komm her. Aber was haben wir hier? So, Blütensturm. So, weißt du was? Hier. Geh mal nicht auf mich los, wenn es geht. Dann machen wir den hier. Komet. Was ist das? Mein Gott. Vorhin beim ersten Mal sah er nicht so, so spektakulär aus, der Angriff, bis ich ihn vorhin erstmal eingesetzt habe. So, weißt du was? Hier. Hier. Donk. Donk. Habe ich mit meiner Monster Hunter Weapon weg. Du Monster Hunter Monster. Die eine Quest weiß ich immer noch nicht, wenn man die erledigen soll. Wenn man den einen Typen hier alleine erledigen soll. Oder als erstes. Da ist immer Gorgonenschild erlernt. Techniken benutzt ja eigentlich nicht so oft, außer heilende Woge. So, dann haben wir ja eigentlich wieder alles erledigt, bis auf den letzten Kampf, ne, wo ich mich immer noch hinsetzen muss und gucken muss, wie ich das überhaupt mache. So, beim nächsten Mal. Da ist jetzt fehlt uns eigentlich nur dieser eine Bosskampf und die Protosubstanz-Quest. Cool, ne? Ausgezeichnet. Würde ich sagen, da machen wir uns beim nächsten Mal drauf. Dran und ja, Kitziff hat seine Waffe die Fähigkeit gelernt, aber ich wollte das Ding, glaube ich, ausgerüstet lassen, ne? Ja, weil die Werte so gut sind. Gut, dann sage ich also kurz vorm Level Up 72 Erfahrungspunkte. Gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ne, ist hier noch irgendwie was zum Hochleveln? Ne. Beim nächsten Mal machen wir dann den einen Bosskampf hier noch, den wir letztens freigeschaltet haben. Und dann geht's ab zur Protosubstanz-Quest, würde ich sagen. Ne? Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Mein Gott, sind die winzig. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Wo guckst du in Cloud? Ich weiß es nicht. Ciao.